Hallo alle miteinander und herzlich willkommen hier am Bahnhof Runderoth. Ja, hier bin ich gerade ausgestiegen. Ja, wie bereits angekündigt, werde ich heute eine zweitägige Wanderung mit Übernachtung vornehmen. Wo ich übernachte, lasse ich mir noch offen. Vielleicht finde ich eine kleine Pension, zur Not aber auch im Wald. Lassen wir uns mal überraschen. Und ja, die Drohne habe ich leider nicht mit dabei. Die Fernsteuerung ist in Reparatur, kriege ich jetzt im Laufe der Woche wieder. Der Weg wird mich hier heute hauptsächlich über den Bergischen Panoramasteig führen. Ich schätze mal, das werden heute und morgen so jeweils um die 50 Kilometer werden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und los geht's. Der Bergische Panoramasteig ist ein ausgezeichneter Qualitätswanderweg, der auf einem Rundweg von 244 Kilometern durch den Naturpark Bergisches Land führt. Die Beschilderung erfolgt mittels dieser gelben Täfelchen, die vom Wanderer schon von weitem aus problemlos zu erkennen sind. Den Link zur offiziellen Webseite habe ich euch in die Videobeschreibung kopiert. Bereits zu Vatertag 2017 wanderte ich unter dem Motto »Nicht saufen, sondern laufen« den Bergischen Panoramasteig 2 Tage lang von Engelskirchen bis nach Rade vom Wald und übernachtete dabei an der Dünntalsperre. Den Link zu diesem Video findet ihr auch in der Videobeschreibung. Heute möchte ich die andere Richtung einschlagen und mit teils großzügigen Abkürzungen 2 Tage lang von Runderoth bis nach Marienheide wandern. Und damit herzlich willkommen nach etwa 4 Kilometern hier auf der Hohen Warte. Das ist ein Berg, der ist laut GPS 360 Meter hoch. Ist natürlich nicht vergleichbar mit den Alpen oder so, aber der Aufstieg war jetzt schon ganz schön schweißtreibend. Und ja, dieser Turm, auf dem ich stehe, da habe ich mir eben schon von Weitem gedacht, den kennst du doch. Und richtig, hier habe ich schon mal ein Video gedreht, das habe ich jetzt mal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Denn da habe ich nämlich diesen wunderschönen Funkturm da im Hintergrund, den habe ich mal bestiegen. Bin damals nicht ganz hochgekommen, sondern nur bis auf die vorletzte Plattform. Ja, sehr schön, solche Orte mal wieder zu entdecken. Zufällig habe ich es gar nicht mit gerechnet. Und so würde ich sagen, gehen wir auch wieder runter und dann auch sofort weiter. So, dann herzlich willkommen hier nach 12 Kilometern in Bielstein. Habe mich jetzt länger nicht gemeldet, vieles unterwegs nicht passiert. Ein paar Landschaftsaufnahmen haben wir ja gesehen. Ja, ein bisschen verärgert war ich, denn ich habe gerade festgestellt, dass ich die Auflösung vom Handy nur auf 720p stehen hatte. Weiß der Geier, wie das passiert ist. Ja, ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, die Aufnahmen werden nicht zu grisselig später. Ja, der Weg sehr entspannt hier, ne? Freitag, keiner da, ich bin sehr alleine hier. Es ist auch lange nicht so ein Tempodrang jetzt bei mir vorhanden, wie bei dem vergangenen Kölnfahrt-Ultramarsch. Das ist auch mal ganz angenehm. Ich komme zwar zügig voran, aber dennoch alles sehr entspannt. Ja, Leute, ist doch gerade ein bisschen Glück gehabt. Hier bin ich jetzt an der Stelle, da musste man gerade so einen Elektrozaun übersteigen. Habe das aber nicht an der richtigen Stelle getan. Und da kamen mir jetzt gerade diese ganzen Rinder entgegengelaufen. Auch eins mit richtig Hörnern dran und die kamen immer schneller auf mich zu. Also Glück gehabt, die wollten nur zu der Wassertränke. Also ich wurde auch immer schneller und muss jetzt hier sehen, dass ich über diesen Stromdraht wieder rüberkomme. Weil dahinter läuft dann der Panoramasteig weiter. Also, boah, das war gerade schon richtig Herzrasen jetzt. Ne, wenn sich so ein Viech in Bewegung setzt und auf einen zurennt, ui. Puh,
Punkt 13 Uhr, 20,65 Kilometer gelaufen. Ich habe jetzt auch schon die erste Etappe des Panoramasteiges jetzt absolviert. Das ist Etappe 12, ne, für mich die erste. Ich laufe diesen Pfad quasi rückwärts, komme jetzt auf die 11. Etappe, also meine zweite. Ja, und hier steht auch so ein Wegstein. Was steht da drauf? Die größten Ereignisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillen Stunden. Also da steckt auch wieder verdammt viel Wahrheit drin. Ja, solche Wegmarkierungen gibt es immer wieder auf diesem Panoramasteig. Und ja, der ist wirklich bestens ausgebaut, auch super gepflegt. Ne, wenn es dann mal über so ein Stück Feldweg geht, da sieht man dann auch, dass dann am Rand immer von entsprechenden Bauern oder diesen Wegpaten eben auch dafür für einen freien Weg gesorgt wird, dass der Rasen da gemäht ist und so. Also richtig klasse. Ne, das Ding ist ja auch nicht umsonst ein Premium-Wanderweg. Also macht schon Laune, auf jeden Fall. Uhr 14, 27,28 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in dem kleinen Örtchen Hahn. Das gehört zu Nümbrecht. Ja, hier kürze ich jetzt das erste Mal den Panoramasteig richtig großzügig ab. Ich blende das gerade mal ein. Das purpurfarbene ist die Strecke, die ich jetzt laufe. Und das rote wäre eben der Panoramasteig. Ja, und damit kann ich dann etwa, ja, schätzungsweise 4, vielleicht 5 Kilometer abkürzen. Und ja, dann würde ich den ganzen Panoramasteig so laufen, wie er eben verläuft, hätte ich bis zu meinem Zielort heute etwa 63 Kilometer zu laufen. Das ist natürlich ganz schön viel und gerade in Verbindung mit meinem derzeit etwas ledierten Knöchel ist da jeder Kilometer weniger doch ganz angenehm, würde ich sagen. Uhr 1, 31,75 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Waldbröl. Ich konnte eben schon die ganze Zeit vom Weg aus so ein monströses Bauwerk ausmachen. Es hatte fast schon so Ähnlichkeit wie mit dem Duga-Radar in Tschernobyl. Aber nein, das ist so ein Baumwipfelpfad. Panabora nennt sich das. Da kann man hier in etwa, ja, 15 bis 20 Meter Höhe über diese Holzkonstruktion drüber laufen, ne? Ja, ihr hört das vielleicht auch, da sind ziemlich viele Jugend- und Kindergruppen gerade unterwegs. Kostet Eintritt, ich habe gerade mal geschaut, so 10 Euro oder was. Ja, die Zeit habe ich natürlich leider nicht. Aber da oben, boah, schaut euch das an. Da haben wir auf dieser Aussichtsplattform zu stehen. Absolut geil. Da oben. Geil, geil, geil. Ja, schön sowas zu sehen. Und weiter geht's. Uhr 46, 35,79 Kilometer gelaufen. Ich konnte es gerade noch etwa einen Kilometer wieder abkürzen. Und ja, als ich da eben vor diesem Baumwipfelpfad stand, ja, diese Holzkonstruktion, habe ich ja so scherzhaft gesagt, dass das von weitem aussah wie Duga-Radar in Tschernobyl. Und ja, kurz darauf sind dann auch meine Gedanken wieder richtig abgeschweift zu meinem Tschernobyl-Besuch von vor 2 Jahren. Und damit einhergingen dann auch wieder düstere Weltuntergangsszenarien. Also, ich hab, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber ich gebe der Menschheit in der heutigen Form noch so 100 Jahre vielleicht, dann ist Feierabend. Ne? Also dieser Raubbau, den wir betreiben, der kann einfach nicht beliebig lange so weitergehen. Und gerade die westlichen Zivilisationen, ne, Deutschland auch vorweg, ne, es muss ja immer ein Wachstum da sein, immer Expansion, gerade in der Wirtschaft. Ne, wenn da nicht Wachstum da ist, dann gibt es hier direkt lange Gesichter. Also richtig schwierig finde ich das. Und ja, wenn ich dann mir auch anschaue, was da jetzt in Köln gerade wieder los ist, ne, da stehen jetzt überall diese kleinen Elektroscooter, ne, wo die Leute jetzt mit rumfahren. Und da frage ich mich auch, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne, wir haben Füße, das sind diese Dinger hier unten dran. Wir können laufen, müssen wir jetzt jeden Meter irgendwie motorisiert zurücklegen. Also ich übertreibe das gerade so ein bisschen, ne? Aber ich finde, das passt einfach nicht zusammen. Und uns wird immer vorgeworfen oder propagiert, wir müssen sparsam sein, wir müssen mit den Ressourcen schonungsvoller umgehen. Und da werden dann hunderte von diesen Elektromobilen hingestellt, wo Lithiumbatterien drin sind. Das Lithium wird auf ganz schmutzige Art und Weise mit Hilfe von Grundwasser aus dem Boden gepumpt. Ja, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Also
Ja, es ist halt schwierig da irgendwie. Ne? Ich meine, wir leben halt in so einer Gesellschaft. Und wenn ich mir allein unsere Jugend anschaue, ja, wenn da jemand kein Smartphone hat, der katapultiert sich ins soziale Abseits, ja. Also es ist wirklich schwierig. Ich tue natürlich auch meinen Teil dazu bei. Hier wieder neue Actionkamera. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, dass das Bild vielleicht ein bisschen anders ist oder der Ton. Ne? Aber ja, es ist schwierig. Ne? Ich weiß nicht, was man da tun kann, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr laufen. Und genau, weiter geht's. Uhr, 41,71 Kilometer gelaufen. Ich nähere mich jetzt langsam meinem Zielort Morsbach. Und Leute, ich bin hier von Bremsen zerstochen worden. Diese schwarzen Pferdebremsen. Da war eben so ein Gebiet. Es war wirklich absolute Folter. Ja, und ich bin auch extrem anfällig dafür. Die Viecher lieben mich irgendwie. Und die sind auch so richtig dreist. Die stechen sogar durch das T-Shirt durch. Ja, also unverschämte Viecher sind das. Ja, auch die Beine, wenn die dann wegfliegen, dann blutet das immer. Also ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall jetzt noch etwa 9 Kilometer bis nach Morsbach. Und da geht es dann wohin? Dreimal dürft ihr raten. Richtig, Rewe-Markt. Der Durst ist unerträglich. Prost. So, meine Lieben, dann herzlich willkommen nach 48,11 Kilometern und etwas über 9 Stunden Laufzeit hier beim Rewe-Markt in Morsbach. Ich habe schon wieder Krämpfe in den Zehen. Scheiße. Boah, Leute, und ich hatte so einen Durst. Ich musste die eine Buttermilch eben schon trinken. Das hätte ich bis zur Kasse nicht ausgehalten. Ich war schon fast... Also ich konnte nicht mehr geradeaus denken, so einen Durst hatte ich. Ja, und jetzt probiere ich hier mal die Fruchtbuttermilch Himbeer-Rhabarber. Ja. Wow, fantastisch. Richtig schön kühl. Das ist einfach Erfrischung pur. Wahnsinn, richtig geil. So, was habe ich noch eingekauft? Eine Flasche Selters. Ein reines Wasser muss durch einen tiefen Stein. Selters. Kennt ihr diesen Slogan noch, diesen Werbeslogan? Ich finde Selters ein unglaublich starkes Mineralwasser. Vor allem aus der Glasflasche. Oh, das ist richtig bekömmlich, ausgewogen in der Mineralisierung. Einfach geil. So, die Sachen sind gepackt. Mittlerweile haben wir 19.15 Uhr. Ja, und aus Angst, wieder so Durst zu bekommen, habe ich jetzt so viel Getränke eingekauft. Die kriege ich alle gar nicht in den Rucksack. Ja, jetzt habe ich noch etwa 4 Kilometer bis zu der Stelle, die ich mir zum Übernachten rausgesucht habe. Im Hintergrund auf dem Berg, könnt ihr es vielleicht erkennen, da ist so ein Funkturm oder so. Und da möchte ich hin. Ne, ich habe mich entschieden, draußen zu schlafen. Pension wäre zwar auch ganz nett, aber nee, Wetter passt. Und da schlafen wir heute mal schön draußen. Hier besteige ich den 45 Meter hohen Aussichtsturm auf der Hohen Hart. Mit seiner Standorthöhe von 329 Metern reicht der Blick an guten Tagen bis ins Siebengebirge. Zusätzlich ist auf diesem Turm eine Sendeanlage installiert. So, dann sage ich mal herzlich willkommen nach 51,85 Kilometern hier auf diesem Aussichtsturm. Die Idee, hier zu nächtigen hier oben, ist sehr verlockend, aber es ist viel zu windig, sodass ich hier nicht kochen kann. Ich stehe jetzt hier halt im Windschatten von diesem Stück Metall hier. Sobald ich da rausgehe, pfeift der Wind wie verrückt. Und ja, am Fuße dieses Turmes befindet sich die trinkende Dorfjugend. Also da wird heute Nacht nicht an Schlaf zu denken sein. Ja, deswegen werde ich die schätzungsweise... 50 Meter jetzt wieder runterlaufen und dann mir irgendwo da hinten im Wald irgendwo ein Stückchen zum Schlafen suchen. Und genau. So, dann herzlich willkommen nach 53,53 Kilometer und 10 Stunden 15 ungefähre Reisezeit hier an meinem hoffentlich Ziel. Ja, ich glaube gar nicht, wie schwer das ist, hier auf dem Land Ruhe zu finden.
Ich habe hier so einen stillgelegten Trampelpfad, glaube ich, gefunden. Und irgendwo hier sind zwei Bäume, da könnte ich meine Hängematte aufspannen. Da vielleicht auch. Ich habe jetzt gerade nicht mehr die Länge von den Seilen im Kopf. Also ich denke, hier irgendwo wird es jetzt klappen. Hier lasse ich mich jetzt nieder und jetzt geht's los mit Lager aufschlagen. So Leute, das Lager steht jetzt soweit. Ja, und ich werde mir jetzt erstmal hier ein bisschen Wasser warm machen, um mich zu waschen. Ich bin von einem Schmier- und Dreckfilm überzogen. Das ist einfach nur noch ekelhaft. So kann ich unmöglich schlafen. Ne, ich ziehe mir auch direkt hier frische Sachen an. Und dann sehen wir uns gleich zum Kochen wieder. Boah, liebe Leute, also so frisch gewaschen fühlt man sich doch direkt wieder wie neugeboren. Ja, ich habe ja auch schon soweit fürs Abendessen alles mal rausgeholt. Von Maultaschen mit Würstchen werde ich momentan ein wenig Abstand nehmen. Ich möchte, wie gesagt, meine Nahrung auf diesen Märschen etwas kohlenhydratlastiger gestalten. Deswegen gibt es heute wieder Uncle Ben's Reis. Was haben wir hier heute? Italienisch mit Mascarpone, fantastisch. Ja, dazu wieder Putenfiletstreifen, dann schneide ich mir noch eine Paprika klein und als Soße mache ich dann hier Crème fine, passierte Tomaten und da haue ich dann den klassischen Brühwürfel rein. So, da hinten geht auch schon die Sonne richtig glutrot unter. Und wenn ihr da mal genau hinschaut, dann seht ihr auch diesen Turm da am Horizont. Also so weit bin ich hier noch bis hier hingelaufen, um ein bisschen Ruhe zu finden. Wahnsinn. Ah, das sieht doch sehr gut aus. So, und an dieser Stelle möchte ich dann mal eine Kanalempfehlung aussprechen. Und zwar den YouTube-Kanal Wandern mit Nala. Ja, das ist ein Kanal, den schaue ich auch hin und wieder. Die machen sehr entspannte Videos, die zwei. Die gehen eben mit ihrem Hund raus, wandern und geben sich auch mit den Videos sehr viel Mühe. Und ich finde einfach, die haben sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen habe ich den Kanal jetzt mal hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut einfach mal rein und lasst vielleicht ein Abo da oder einen Daumen oder einen Kommentar. Die werden sich mit Sicherheit riesig freuen. Und genau, Essen geht das hier auch schon voran. Ich haue jetzt hier die passierten Tomaten rein. So, das Essen ist dann fertig. Mittlerweile kurz nach 22 Uhr. Es wird auch jetzt langsam dunkel. Und ja, wenn es hier schon keine Bushbox gibt, dann wenigstens die Ludolfs. Und jetzt endlich ein schönes Essen. Ich sage guten Appetit. So, liebe Leute, da haben wir es mittlerweile 11:30. Ich habe die Hängematte jetzt mal eben ein bisschen nachspannen müssen, weil die so ein bisschen schief hing. Und ja, jetzt sitzt es nicht ganz gut. Ich habe mir gerade noch ein paar Magnesium reingehauen, denn ich habe ziemlich fiese Krämpfe in beiden Füßen. Fußgelenk und auch die Zehen, die krallen sich dann so richtig nach vorne. Ich hoffe, dass es jetzt bald besser geht. Und ja, so würde ich sagen, ziehe ich mir noch ein bisschen die Ludolfs rein und hoffe dann ein wenig Schlaf zu finden. Und damit sehen wir uns dann morgen früh.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier um 10 vor 7 in der Früh. Wie ihr seht, ich habe die Nacht überlebt. Ja, aber so eine Wildcamp-Situation ist doch immer so eine Ausnahmesituation. Ich habe nur sehr schwer in den Schlaf gefunden letzte Nacht. Das lag hier an diesem extremen Geräuschpegel. Die Grillen haben gezirpt. Es flogen auch immer kleine Glühwürmchen rum. Das fand ich ganz lustig. Aber dieses Geraschel hier in den Gebüschen, ständig, immer und überall. Das waren wahrscheinlich Vögel, Hasen oder vielleicht auch Echsen. Aber da ist man doch extrem wachsam. Und ja, ich habe mir dann irgendwann noch Gehörschutz reingetan, um endlich in den Schlaf zu finden. Wirklich erholsam war es nicht gewesen. Lag auch ein bisschen an dem Geschaukel von der Hängematte und diese gebogene Schlafhaltung. Ja, ich habe mich dann also quasi wie so in Embryo-Haltung dann in diese Kuhle reingelegt. Grundsätzlich ganz gemütlich, aber doch ungewohnt. Und ich bin alles andere als erholt, aber da muss man mit rechnen. Und jetzt packe ich auch ein und dann geht es hier sofort weiter. Kurz vor 8, der Platz ist geräumt, Leergut und Müll wird selbstverständlich mitgenommen. Ja, und da ich gestern ein ganzes Stück zurückgelaufen bin, führt mich mein Weg jetzt wieder beim Rewe vorbei. Das ist gut, so kann ich die Sachen wunderbar entsorgen. Das sind jetzt etwa 4 Kilometer und weiter geht's. Damit dann herzlich willkommen hier wieder beim Rewe-Markt. Ich habe jetzt gerade ein paar Getränke eingekauft, eine Birne und ja, so geht es dann auch gleich direkt weiter auf die Tour. Ich habe mich jetzt entschieden, erstmal dem Bergischen Panoramasteig wieder zu folgen, später dann aber nach Navi zu laufen, weil das wären jetzt von hier aus über den Panoramasteig bis nach Marienheide wieder etwa 62 Kilometer. Ja, das ist mir dann doch eine Nummer zu viel heute und so werde ich dann irgendwann eben nach Navi laufen, sodass ich dann insgesamt auf 100 Kilometer kommen werde auf dieser Strecke hier. Der Weg führt mich weiter durch Morsbach vorbei an der katholischen Kirche St. Gertrud. Genauer gesagt ist sie eine Basilika, die vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Derzeit verfügt diese Kirche über keine angemessene Orgel, weswegen man sich übergangsweise mit dieser elektronischen Notlösung begnügen muss. Ich werde auf ein Spendenbarometer aufmerksam, das dazu animiert, für die neue Orgel zu spenden. Auch kann man hier Partnerschaften für jede einzelne Orgelpfeife abschließen, um die spätere Instandhaltung der neuen Orgel sicherzustellen. Leute, also ganz tolle Kirche war das da. Und auch wenn ich nicht an das glaube, was die katholische Kirche da so propagiert, finde ich doch Kirchen immer einen sehr tollen Ort. Das ist so richtig ehrwürdig da drin. Ich mag das total. Ja, und damit verlasse ich dann jetzt auch langsam Morsbach wieder. Würde mein GPS-Gerät endlich mal Signal kriegen. Ich warte hier seit über 10 Minuten und das findet kein Signal. Das macht mich gerade ziemlich wütend und nervt mich. Ja, dann könnte ich jetzt auch sagen, wo ich hingehe, aber so kann ich jetzt erstmal nur wieder den gelben Schildern folgen und in der Hoffnung, dass das Ding irgendwann endlich mal Signal bekommt. Ja, und weiter geht's. So Leute, also das sind wieder wirklich Sachen, da könnte ich Amok laufen, ne? Dieses beschissene Drecks-GPS-Gerät findet immer noch kein Drecks-Signal und gerade jetzt ist die Beschilderung von dem Panoramasteig, den ich gestern so hoch gelobt habe, einfach nur unterirdisch. Jetzt renne ich hier durch ein Drecksbrennnesselfeld durch, also das kann nicht wahr sein, da hinten ist wieder zu, der letzte Pfeil hat hier reingezeigt, da ist ein Tor, also ich, wow, also es ist so erschreckend, wie sehr mein Wohlbefinden von elektronischen Geräten abhängt und deren Funktionalität, also das kann doch alles nicht wahr sein, Mann,
So Leute, ja, sorry für den kleinen Ausraster gerade, hat aber auch was gebracht, denn kurz danach, siehe da, der Empfang war da. Ja, was mich in solchen Situationen so wirklich rasend und ungehalten macht, ist diese, ja, die Tatsache, dass ich da der Willkür, ja, der elektronischen Helfer einfach macht- und schutzlos ausgeliefert bin. Ich habe keine Chance, hier in dieser Situation irgendetwas zu tun, außer zu warten, ja. Und das macht mich einfach so rasend, ne. Anders, als wäre ich mit einem alten Mofa unterwegs, was dann auf einmal nicht mehr fährt. Da hätte ich Werkzeug dabei, könnte gucken, haben wir Zündfunken, kriegt der Benzin, ist der Vergaser verstopft, ne? Solche Sachen eben, da kann man sich helfen. Aber hier keine Chance und da komme ich halt nicht mit zurecht. Ja, und wie gesagt, schlimm, dass das, wie diese elektronischen Geräte unser und auch speziell mein Leben bestimmen. Aber auch in Zukunft werde ich mich mit solchen Geräten umgeben. Ja, kann ich leider nichts machen. Und ja, jetzt kann es auch auf jeden Fall entspannt weitergehen. So, damit herzlich willkommen nach den ersten 10 Kilometern hier irgendwo auf der Strecke hinter Morsbach. Ja, hier will ich jetzt eine kurze Pause einlegen, denn ich habe mir eben im Rewe eine Fassbrause geholt und ehe die da jetzt endgültig sich hier aufheizt in der Sonne, genehmige ich mir die jetzt und oh, das wird ein Gaumenschmaus. Herrlich! Prost! Wow! Das zischt, unglaublich. So, und 2 Kilometer nach dieser herrlich erfrischenden Fassbrausepause habe ich mich jetzt entschieden, den Panoramasteig zu verlassen und eben mich auf den Weg vom GPS-Gerät einzuschlagen. Ne, das wären jetzt noch etwa 34 Kilometer. So, genau jetzt verlasse ich den Panoramasteig und laufe geradeaus weiter nach, ja, wie gesagt, mein Ziel war ja, wie heißt es jetzt, Marienheide, genau. Und über den Panoramasteig wären das jetzt noch etwa 50 Kilometer. Und ne, das ist mir echt zu viel heute. Ne? Auch dieses Steigungsprofil hier, das zerrt richtig an den Kräften. Ne? Und ja, so wollen wir es auch nicht übertreiben in der Hitze heute. Ich denke, das ist eine ganz gute Entscheidung. Und weiter geht's. So, Kilometer 17. Ich verlasse jetzt gerade das beschauliche Örtchen Schalenbach. Und ja, also das ist immer so eine richtige Folter, wenn man in diesen kleinen Dörfern da ja so Kinder spielen sieht, wie die im Planschbecken da sich erfrischen und so, mit dem Wasser hantieren. Und ich peitsche mich hier durch die Hitze durch und oh, das ist schon immer, da hätte ich dann auch schon auf jeden Fall Lust, mal reinzuspringen in so ein Planschbecken. Aber ich habe es mir so ausgesucht. Ja, und Leute, in Verbindung mit der wenig erholsamen Nacht bin ich jetzt auch schon nach dieser kurzen Strecke richtig am Kämpfen hier. Und ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Weg jetzt drastisch abzukürzen. Und ja, jetzt haben wir noch irgendwie, ich glaube, 29 Kilometer oder so. Aber die 50 will ich voll machen. Also das lasse ich mir dann doch nicht nehmen. So, damit befinde ich mich dann jetzt auch an der Wieltalsperre. Und ich gebe jetzt schon mal eine Prognose ab, dass ich gleich wieder umkehren darf. Ne, das GPS-Gerät hier will mich ja, ziemlich nah am Wasser entlang führen. Und das ist ja hier Wasserschutzgebiet, da darf man gar nicht hin. Hier ist auch schon ein Zaun. Und ja, einfach mal abwarten. Das sind jetzt noch, ich müsste hier einmal rum. Ja. Ja, da ist es schon. Wie ich es befürchtet habe. Ein Tor. Hier darf man nicht durch. Abgeschlossen und das GPS-Gerät will mich da durchführen. Da frage ich mich immer, warum kommt das? Warum ist das so? Garmin, wo habt ihr euer Dreckskartenmaterial her? Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich laufe. Ne? Ist es auch erstmal nicht so dramatisch, weil ich wollte ja eh die 50 Kilometer noch voll machen. Ja, sehen wir mal weiter. Landstraße,
Der Asphalt flimmert, kein Schatten in Sicht. Geil. Kilometer gelaufen. Ich bin jetzt mal von dieser schrecklichen Landstraße hier auf diesen Wanderpfad gewechselt. Rechter Hand ist jetzt die Wieltalsperre. Da kann ich hin und wieder so einen Blick drauf erhaschen. Ein wunderschöner, teilweise auch grünlich schimmernder Trinkwassersee. Ja, das Betreten dieses Bereiches hier zu meiner Rechten ist unter Strafe gestellt. Da will ich mich natürlich dran halten. Ja, da geht es um Trinkwasser und Hygienevorschriften und weiß ich was noch alles. Aber das ist schon eine richtige Qual, ne? Mir ist so heiß und wenn man da dieses kühle Nass sieht, boah, da würde ich mir am liebsten die Kleider vom Leib reißen und da mal reinspringen. Also höchst verlockend, aber lassen wir besser bleiben. Ja, laut GPS noch 23,4 Kilometer. Also ich denke, die 50 werde ich noch voll kriegen. Herzlich willkommen nach 82 Kilometern in irgendeinem Ort. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Oh, ich habe diesen Höhleneingang gefunden, der direkt an der Straße liegt. Das ist hier mit diesem Holzding zu. Ich kann aber gleich an der Seite vorbei. Führt halt hier einmal rum zu dem Eingang, wo ich eben rein bin. Ja, hier herrscht ein angenehmer Luftzug. Und ja, hier gönne ich mir jetzt mal einen schönen, warmen Iso-Drink. Freunde, ich bin so fertig. Wahnsinn. Oh. Boah, aber der tut's, auch wenn er warm ist. Egal. Ja, Leute, Wahnsinn, was mir dieser warme Iso-Drink für einen Energieschub gegeben hat. Ich bin aus der Höhle raus und ich war nicht mehr zu bremsen. Ja, ich betrete jetzt gerade schon Gummersbach, den Ortsteil Derschlag. Ja, jetzt haben wir noch etwa 15,5 Kilometer bis zum Bahnhof Marienheide. Und ja, ich bin auch langsam wirklich froh, wenn die Tour sich mal dem Ende entgegenneigt. Denn es wird wirklich richtig anstrengend und zäh langsam. Und wir haben auch mittlerweile schon 4:15. Also, wird Zeit langsam. Uhr, noch 9 Kilometer zu laufen. Um 18.12 Uhr kommt meine Bahn in Marienheide. Die nächste erst um 19.12 Uhr. Deswegen bin ich gerade ein bisschen auf die Tube am Drücken, dass ich die Bahn auf jeden Fall bekomme. Glücklicherweise habe ich die Deutsche Bahn App installiert, dass ich da nicht noch am Fahrkartenautomat rumstehen muss. Ja, aber das sind so Sachen, da mache ich mich immer selber verrückt. Wegen einer Stunde, die ich da vielleicht warten müsste auf die nächste Bahn, fange ich jetzt hier an zu hetzen, gucke immer auf die Uhr, wie lange noch, wie viele Kilometer noch, schaffst du das? Boah, da kriege ich keine Ruhe rein, ganz schlimm. Ja, kann man nichts dran machen, jetzt muss ich Gas geben. So, meine Lieben, das Hetzen hat sich gelohnt. Herzlich willkommen um 17.59 Uhr am Bahnhof Marienheide. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, wie ich zum Gleis 1 komme, aber das Ding hat nur ein Gleis. Das ist übrigens der Bahnhof auch, wo der Hitmarkt ist, was ich in einem anderen Video mal fälschlicherweise als Gummersbach bezeichnet habe. Ja, lass mal gerade mal schauen. 47,82 Kilometer bin ich heute gelaufen. Dazu kommen dann noch 1,38 Kilometer aus der Strecke, die ich ohne GPS-Signal gelaufen bin. Dann sind wir bei 49, nicht ganz 50 Kilometer. Ne? Wollen wir mal 5 gerade sein lassen. Die mache ich dann nachher in Köln voll, wenn ich vom Bahnhof aus nach Hause laufe. Dann aber leider ohne euch. Ja, Freunde, was für eine Tour. Also es hat richtig Spaß gemacht, vor allem das letzte Stück jetzt. Ortseingangsschild Marienheide. Da ging es etwa 1 Kilometer nochmal schnurgerade auf. Das hat nochmal alle Lebensgeister wachgerüttelt. Richtig geil. Ja, Leute, was soll ich sagen? Geht raus, bewegt euch, tut was für Körper und Geist. Ihr werdet es nicht bereuen. Und so darf ich mich dann jetzt auch von euch verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.